natürlich super, war wichtig, um oben dran zu bleiben, beziehungsweise Erster zu bleiben. Ja. Ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil die sehr körperbetont spielen. Aber dann, ja, im Verlauf der Partie konnten wir dann durch das Kurzpassspiel und ja, konnten wir ein bisschen besser ins Spiel kommen und am Ende dann auch die zwei Tore noch machen. Also das war meiner Meinung nach ein sehr gutes, offenes Spiel. Das waren auch zwei Spitzenmannschaften, obwohl wir da unten stehen wegen 6 oder 9 Punkte Abzug. Und das waren zwei beste Abwehrreihen. Und so ein Spiel haben wir auch erwartet, so hartes Spiel mit nicht so vielen Chancen. Ja. Und wir wollten mit Bad Vilbel nicht rennen, sondern wollten wir Fußball spielen, haben wir nicht geschafft. Und das ist unser Problem. Nee, auf keinen Fall. Dachten wir, dass wir hier auf jeden Fall gewinnen oder dass wir ja, das leichte Spiel haben. Aber ja, wir mussten als Erster schon versuchen zu gewinnen. Aber trotzdem, die 16. Platz drückt ja ein bisschen, weil die ja Punkte abgezogen bekommen haben. Das ist schon eine starke Mannschaft und die würde auch normalerweise oben dabei sein. Also alle Grüße zu Bad Vilbel. Und der Mutavčić war da eine sehr gute Arbeit, jahrelang, das haben wir auch gewusst. Und die haben heute verdient gewonnen aufgrund unserer, sagen wir, Unerfahrenheit in dieser Liga. Da muss man noch lernen. Was auch Strukturen bedeutet, was auch alles drum und dran bedeutet. Gell? Und das war heute ein Röntgenbild für uns alle. Ja. Das sagen wir jetzt nicht, dass wir unbedingt aufsteigen müssen, aber es wäre natürlich schön. Und dadurch, dass wir Erster sind und letztes Jahr auch eine gute Rückrunde gespielt haben, hoffen wir auch, dass wir diesmal Erster werden oder Zweiter.